Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute ist zwar nicht Freitag, aber bei mir ist Kai-Tag, nämlich Kai Orach ist da, der macht die Sendung Kai-Tag am Freitag. Und ja, ich habe dich auch irgendwann nur so im Internet gesehen und jetzt schon, du machst regelmäßig Sendungen. Wir wollen auch über aktuelle Ereignisse reden, weil du viel das analysierst. Aber vielleicht stellst du dich erstmal selber vor, wie bist du da dran gekommen, wo kommst du her und warum beschäftigst du dich auch so intensiv mit diesem? Ja, also ursprünglich komme ich aus Polen. Ich bin Aussiedler, Deutschstämmiger, bin ich schon über 30 Jahre hier. Ja. Und mit Themen, die nicht Mainstream entsprechen, habe ich mich beschäftigt nach dem 11. September, aber intensiver dann. Und ja, dank dir und Michael Vogt bin ich aufgewacht. Das waren die Jahre für mich 2005, 2008, wo ich alle Videos angeschaut habe und eigene Gedanken gemacht habe, was da alles so läuft, dass es komplett anders ist. Ja, und dann war da Zeit, wo ich kurze Zeit bei Piratenpartei war, habe ich die gegründet in Hannover, also dieses Region Hannover habe ich gegründet, Satzung geschrieben und da war ich zweiter Vorsitzender da. Und ja, aber das war kurze Zeit, wo ich da gedacht habe, die sind ein bisschen anders, aber kann man vergessen, ja. Und dann kam Mannwachenbewegung, wo ich erstmalig Menschen getroffen habe, die anders denken, anders sind. Und das war sehr gut. Und ja, dann habe ich irgendwie Ende 2014 meinen Kanal gemacht bei YouTube und angefangen habe, zu verschiedenen Themen was zu machen, Videos. Ich denke, das erste Video, was ich gemacht habe, das war für mich völlig unerwartet. Ich habe ein Video gemacht über Souveränität von Deutschland, über fehlende Souveränität. Und ich hoffte, dass es vielleicht 100 Klicks gibt. Ne? Ja. Und das Video hat N23 sofort aufgenommen und das Video ging auf 8000. Und dann war gesperrt, weil jemand da Urheberrechtsverletzung hatte. Ja. Ja. Aber das war für mich Erstaunliche. Ja, und dann habe ich ein paar andere Videos gemacht und seit über 2 Jahren mache ich diese Sache, was du sagst, Kai-Tag am Freitag, wo ich wöchentlich darüber spreche, was letzte Woche passiert ist in der Politik. Nicht nur bei uns, sondern weltweit, überall. Ja. Also versuche ich so ein Format zu machen, dass jemand, der Mainstream-Medien nicht anschaut und am Wochenende zu Freunden geht, am Samstag, Sonntag, dass er trotzdem weiß, was geht, und wenn da mit Mainstream-Medien mit Freunden spricht, da kann sogar vielleicht punkten und sagen, nee, das ist ein bisschen anderes und so. Das ist das, was ich dahinter habe, die Gedanke da helfen, für die keine Zeit haben, dass sie wissen, was da läuft. Im Grunde ist das ja ähnlich wie Bewusst aktuell und wir versuchen ja auch immer andere Formate, und es gibt inzwischen viele, die Seiten machen, und das ist ja schön, es zeigt für mich, ich meine, als ich angefangen habe, da war man alleine auf weiter Flur, ich habe ja im offenen Kanal angefangen, ich weiß nicht, 93, dann Bücher geschrieben, 95, 96 und da gab es das mit Internet so noch nicht, und heute haben wir so viele und so viele Kanäle, und das ist auch das Schöne. Also das verändert sich in der Gesellschaft auch so dadurch. Das merkt man schon, wie viele Menschen man trifft, die schon informiert sind, die andere Gedanken haben. Vor 5 oder 10 Jahren, das war nicht der Fall. Genau, und das verbreitet sich, und das ist ja auch schön wichtig, weil es ist ja, wir sehen ja immer mehr, es wird immer offensichtlicher, wie wir in den Mainstream-Medien quasi wirklich einseitig nicht informiert, desinformiert werden, belogen werden, wie wirklich uns Fake-Bilder und Fake-Geschichten verkauft werden. Ja. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass es viele gibt, weil wenn es nur einer macht, das ist klar. Also, das ist wichtig, dass das viele gibt. Ich bin nicht mit vielen einverstanden, aber was da viel läuft, aber das bedeutet auf gar keinen Fall, dass ich sage, die sollten schließen oder sowas. Jede Richtung ist richtig, ob da mehr links oder mehr rechts, das spielt keine Rolle. Der Zuschauer sollte selbst wählen, was ihm passt und welche Richtung da gehen will. Das ist wichtig, dass man die Zuschauer anregt, selber zu denken, nicht etwas vorgibt. Das ist das, was mit uns gemacht wird, dass uns überall in allen Kanälen und alle Parteien im Grunde dieselbe Richtung gesagt wird. Alle sagen dasselbe und dann denkt man, naja, wir haben ja Demokratie, aber im Grunde hast du keine Wahl oder
es ist nur Theater und deswegen ist es wichtig. Gut, lass uns vielleicht auf aktuelle Ereignisse kommen. Du hast gerade auch ein Video gemacht über Maßen, ich meine über alle Maßen. Ja, ich habe ein Video gemacht, was ich nicht erwartet habe, dass solche Interesse hat, das Video über Hintergrundfarben. Mhm. Oder nicht nur Hintergrund, auch Vordergrundfarben. Also über versteckte Botschaften, was in Mainstream-Medien zu finden sind. Also, und ich habe da auch im Video gesagt, es geht mir nicht um Botschaften, die bekannt sind, wie bestimmte Fingerzeichen, was da gezeigt sind, was eine Person von sich selbst gibt, sondern über Botschaften, wo bestimmte Gruppierungen, die da hinten stehen, über Personen geben. Also nicht ich selbst oder irgendwie jemand da in der Politik, sondern über die, was die anderen reden. Und das ist ein Unterschied zu dem, was man kannte. Also es ist ja interessant und man muss es eigentlich so sehen, also gut, wenn man jetzt mal irgendwie zufällig irgendwie einen Fingerzeig macht, machen wir auch mal, dass ja, wir genau, mal die Hand genau, so halten. Das, ja. Aber wenn wir das jetzt als Titelbild auf dem Spiegel hätten, dann ist es kein Zufall. Ja, genau, also die Bilder, genau, die wir in den Medien sehen, die werden spezifisch ausgesucht. Woher hast du deine Quellen? Also ich meine, meine Quellen, das habe ich auch gesagt, das ist zufällig entstanden, schon vor circa 10 Jahren. Da ich habe irgendwie so negative Sicht auf schwarze Farbe, also von Gefühl her. Ja. Ja? Also ich habe keine schlechte Erfahrung, also von Gefühl her, das strahlt mir irgendwie negativ. Ja? Mhm. Also, und diese Energie, die da kommt von schwarzer Farbe, wirkt auf mich. Und das war ungefähr vor 10 Jahren, wo ich da gemerkt habe in Mainstream-Medien, es gibt ab und zu Bilder, wo ich irgendwelche Personen habe und diesen schwarzen Hintergrund. Also komplett schwarz. Mhm. Ja? Und das hat mich so irgendwie abgestoßen. Und dann, weiß ich nicht, ein paar Tage später wieder andere Zeitung sehe ich das. Und immer öfter. Und das war der Punkt, wo ich da angefangen habe, Gedanken zu machen, warum machen die denn das? Ist das zufällig? Warum kommt dieser schwarze Hintergrund? Und dann, wenn man die Geschichte dann angeschaut hat mit diesem schwarzen Grund, was die da darstellen, welche Person, was da läuft, das war meistens genau der in Politik quasi jetzt in war. Mhm. Ja? Und dann habe ich gedacht, ist das ein Zufall? Es ist, und da, durch Beobachtung habe ich festgestellt, das ist kein Zufall. Da wollen uns zeigen, wir stehen dahinter. Ich habe das als dunkle Macht zuerst so gesehen. Wir stehen dahinter, hinter dieser Person, also diese dunkle Seite quasi. Ja? Und dann kam später noch dazu, dass als ich mich beschäftigt habe mit diesen Bildern, da habe ich festgestellt, es gibt Bilder, wo jemand von vorne an irgendwo Schatten hat, Nebel und so weiter. Ja. Und da waren gerade die irgendwie bekämpft waren. Und das ist so entstanden, dass ich dann in Jahren das immer so angeschaut habe, immer mehr zu diesem Thema und diese Zusammenhänge gesehen habe. Und dann wir haben in Hannover so einen politischen Stammtisch seit 2014 und da habe ich mich in dieser Gruppe ausgetauscht, habe ich das erklärt, wie ich das so sehe und da Mitglieder da haben da auch so angeschaut und haben gesagt, du hast recht, das bestätigt sich immer, das sind keine Zufälle. Ja, aber habe ich trotzdem in die Öffentlichkeit darüber nicht geredet? Hat man ein bisschen Schiss quasi, bist du Verschwörungstheoretiker, oder? Ja. Aber das gerade, was vor 3 Wochen ich das Video gemacht habe, ich habe gesagt, die Zeichen sind so eindeutig, das ist noch eindeutiger als vor 5 Jahren, wo das ein bisschen verschwommen war, das war nicht so. Die machen das noch deutlicher. Menschen merken das nicht, da können wir noch deutlicher machen. Ja, lass uns das vielleicht ein bisschen zeigen. Ja. Du hast ja ein paar Bilder hier oder eine ganze Menge Bilder gesammelt. Und das ist, glaube ich, ganz interessant dann zu sehen. Ja. Und du hast gesagt, also wenn jemand positiv dargestellt wird, dann sind die Bilder auch entsprechend, dass sie positiv wirken, scharf und der guckt vielleicht in die Kamera positiv und Hintergrund ist... Wenn jemand positiv, das habe ich gerade hier so ein Bild, was ich da Bilder, was ich, denke ich, gezeigt habe in der Sendung. Ja, auf dem Bild sehen wir da den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen und wir sehen vorne Schatten und ein roter Punkt.
Das ist ein Bild, was zeigt, wir sind gegen ihn. Das ist die Frage, wer sind wir? Ja? Also ich habe so interpretiere das, dass das Schwarze, das ist sogenannte Deep State. Mhm. Und Deep State haben wir auch unterschiedlich. Also Deep State ist nicht sofort das Weltweite, sondern da haben wir auf Bundesebene Deep State, das sind Medien, das sind Regierungen, das ist Presse, bildet Deep State, auch Militärs und so weiter, und Geheimdienste. Und solche Deep State gibt es auch auf europäischer Ebene und weltweit. Ja? Also das ist das, was ich als Deep State verstehe. Und der rote Punkt, ich bezeichne das als Freimaurer. Aber das ist auch vielleicht nicht so, weil Freimaurer sind ganz unten. Wie wir wissen, die sind in pyramidenförmig aufgebaut. Ja? Also es gibt auch Freimaurer auf Landesebene, auf Bundesebene, europäische und so weiter. Ja? Also ich sehe das so, deutlicher dieser rote Punkt, also die Farbe, desto härter Grad greift hier ein. Hast du da andere Beispiele für, wo das mit dem roten Punkt ist? Ja, das wiederholt sich ständig. Also okay. Das ist in allen Bildern. Und hier war das Ausgangspunkt, diese ganze Affäre mit Massen. Also Affäre war, er hat sich gegen Merkel gestellt. Ja. Und dadurch, dass er sich gegen Merkel gestellt, plötzlich in Ungnade gefallen. Hm. Das habe ich hier gezeigt, dass das Bild, dass man gegen ihn ist. Und auch gegen die Personen, die mit ihm zusammen sind. Hm. Das war in diesem Fall AfD. Weil da früher haben wir gehört, dass er Gespräche geführt hat mit AfD. Also da haben wir wieder dieses Schatten vorne und rote Punkt. Das ist von Tagesschau zum Beispiel. Also große, große Medien verbreiten solche Bilder. Mhm. Und das dauerte aber nicht lange, weil wir haben am 16., also 10 Tage, 6 Tage später, ein Bild bei Tagesschau umgekehrt. Und das sehe ich, das kommt ganz selten, dass wir in kürzester Zeit umdrehende Situation haben. Das habe ich da in den letzten Jahren, wo ich da beobachte, kaum das gesehen, das in so kurzer Zeit. Das heißt, hier hat Merkel, also ich sehe diese erste Bilder, Merkel gegen ihn irgendwas organisiert, wollte gegen ihn machen, weil er gegen Merkel gemacht hat. Und die andere Seite hat angegriffen, weil das Bild ist von Reuters. Das diese Schwarze. Das heißt, 6 Tage später kamen Bilder, nein, nein, nein. Massen bleibt. Wir sind für Massen. Und das ist eine interessante Geschichte, weil da haben wir zweimal Tagesschau. Am nächsten Tag ein bisschen anders das Bild, aber auch mit diesem schwarzen Hintergrund, das wir alle, die nicht verstanden haben. Das ist nicht das Alte, sondern das Neue. Ja? Mhm. Und da kam aber gleichzeitig ein Bild gegen Merkel. Okay. Ja, also wieder von Reuters. Also nicht von unserer Ebene, sage ich, bundesrepublikanische, sondern kommt für gegen Merkel. Das kann man das verstehen, dass da die anderen, die da herstehen in der Hierarchie, eingegriffen haben und sagen, nein, 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 was die, du machst das, nicht das. Alle sollten das verstehen. Und deswegen haben wir dieses Bild mit wieder roten Punkt, mit Schatten gegen Merkel. Ja, also das ist... Es scheint immer der gleiche Fotograf zu sein. Es scheint ja so zu sein, als wenn der da so eine... Ja, das, aber nie seine Bilder sind von DPA meistens und von Reuters meistens. Also das sind, denke ich, verschiedene. Und das, wenn jemand das nicht gemerkt hat, am nächsten Tag noch einmal bei Spiegel, das Gleiche. Und wieder bei Spiegel am nächsten Tag. Ja, das wirklich für alle, die das nicht gesehen haben, das, was da gegen Massen abgezogen wurde, stimmt nicht. Wir stehen hinter ihm, wir unterstützen ihn. Und eine, die gegen Massen in Öffentlichkeit gegen war, das war Frau Nahles. Und da kamen auch entsprechende Bilder. Wir sind gegen Frau Nahles. Haben wir wieder diese Schatten vorne und rote Punkt. Interessant, ja. Das ist alles so zeitlich am 18., also da Bilder waren vom 17., 16., also das kann man so in Medien sehen, tagtäglich, was da passiert. Und das ist gegen Frau Nahles. Und da kamen weitere Bilder, zum Beispiel Zeit Online hat gegen Merkel. Das ist auch, diese Schatten haben wir an der Seite und Merkel ist in der Mitte. Diese Schatten vorne bedeutet dagegen. Ja? Und die Bilder wiederholen sich, weil NTV das Gleiche. Das anderes Bild, aber wieder haben wir die gleiche Situation. Ja. Ja. Und das bedeutet, wir sind gegen Merkel. Und wiederholt sich bei allen Medien nächste Tage auch gegen alles. Wir haben das weiterhin, diese Verschwommene, die da sie quasi abdeckt von vorne. Ja. Dass sie nur sie zu sehen ist, scharf, und alles andere ist das vorne
geht gegen sie. Ja? Und auch so ein Bild von Reuters mit diesem grauen Hintergrund bedeutet, die Unterstützung, die wir haben, ist verschwunden. Okay. Das Graue bedeutet, wir waren da. Aber man kann doch jetzt nicht bei jedem Bild quasi steuern, was für ein Hintergrund ist. Ich meine, hier ist ein blauer Hintergrund. Könnte man jetzt schwarz oder... Die Hintergründe sind interessant, weil wenn Hintergrund einheitlich ist in einer Farbe, das hat eine Bedeutung. Hm. Wenn Hintergrund aber, da ist ein Bild oder sowas... Also so normale Hintergrund. Normal, so wie wir haben, das spielt keine Rolle. Das ist komplett was anderes. Das ist ein ganz normales Bild. Aber wenn wir genauso wie hier einen Hintergrund haben, wo nur eine Farbe ist, das ist eine Bedeutung in diesem Hintergrund. Deswegen sage ich, hier ist eine Bedeutung. Jemand musste das extra zufügen. Okay. Hier diese graue Farbe. Ja, okay. Und also alles andere ist weg. Und das ist da Bedeutung. Das habe ich auch Fragen, die Leute schreiben, guck mal dieses Bild und so weiter. Wenn da was alles andere ist, ich sehe, dass das nicht die Bedeutung. Bedeutung ist nur so einheitlich in einer Farbe. Ja, das klingt jetzt so, es kann sein, kann aber auch anders sein, aber du hast auch noch viele andere Beispiele dafür und da sieht man dann aus dem Rückblick, der eine ist auf einmal weg und man hat das vielleicht bei Wolf oder irgendjemand. Ja, kann ich gleich sagen, aber das sind nicht zufällige Bilder, die so entstehen, besonders diese Bilder da, was wir haben, hier gegen alles. Das muss jemand so ein Bild wählen, dass diese Schatten wir an der Seite haben. Ja. Normalerweise so eine Unschärfe natürlich, aber genau, schon. Ne? Das scheint speziell dann auch noch. Weil ein Fotograf, normalerweise, wenn ein Fotograf so ein Bild macht, das sind gut bezahlte Fotografen bei diesen Mainstream-Medien, da kann man sagen, so ein Bild, da publizieren wir nicht. Ja, es gibt schon scharf und Vordergrund, Hintergrund. Also das wiederholt sich, habe ich hier eine ganze Menge, auch gegen Merkel, das wiederholt sich ständig und das ist an den letzten Tagen 21. Also es sieht man schon, dass gegen bestimmte Personen hier gesagt ist, gegen die sind wir. Das bedeutet aber nicht, dass diese Person sofort entfernt wird oder sowas. Weil das ist so, weiß ich nicht, ich arbeite in einer Firma und bin gegen den Chef. Das bedeutet nicht, dass sofort er mich entfernt. Ne? Es ist ja im Grunde wie ein Schachspiel, also die Freimaurer oder die da oben sind, die sind ja wie Puppenspieler, die spielen ja auch den wollen wir nicht. Mit denen und die beobachten auch, wie läuft das jetzt. Genau. Und dann jetzt den fördern wir. Genau. Und der muss langsam. Genau. Weg. Und die diese Sprache verstehen, wissen sie, wie ich gegen diese Person mich positionieren soll. Also ich sollte in dem nicht unterstützen. Also und jetzt ist aktuell vielleicht positiv gegen Merkel. Also das ist da eindeutige Bilder gegen Merkel, dass wir nicht positionieren. Auch gegen Seehofer sind solche Bilder jetzt zu sehen. Gegen Nahles ist, denke ich, ist klar. Und das sind ganze Menge Bilder, die wir in allen Medien haben, bestätigt sich immer das gleiche rote Punkt. Ja, und interessant, das ist mir so nie aufgefallen oder mal, aber dass das jetzt wirklich auch ein Muster ist. Das wäre interessant. Ja. Und das muss man natürlich weiter beobachten. Ja, und ich glaube, wir haben auch vor langem haben wir schon auch darüber gesprochen, dass quasi in Zeitschriften und so weiter Botschaften auch der Freimaurer und der Logen, dass sie, also die können nicht jedem sagen, du pass auf, der soll jetzt weg, sondern die bringen ein Bild in der Zeitung und wenn man die Symbole verstehen kann, dann sagen, oh, dann weiß der jetzt, aha, den unterstütze ich oder der wird fallen gelassen. Ja, also ich vermute, weil ich das erste Mal vor 10 Jahren gemerkt habe, ich vermute, dass diese Sprache schon deutlich länger die ist älter, gibt. Und das ist verständlich, warum die das gemacht haben, weiß ich nicht, vor 50 Jahren oder so. Da gab kein Internet, keine Mail, also diese schnelle Verbindung gab nicht. Ja. Und da gab nur Zeitung und Fernsehen und für die Eingeweihten wollte man schnell Informationen geben. Und dann weiß man bestimmte Zeitungen, früher gab es das FAZ-Magazin, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, und das war also bei der FAZ eine Beilage, also richtig auch mit Farbe, und da waren oftmals eben, mein Eindruck war, dass da vielleicht genau Freimaurer Symbole drin waren, und ich habe das vor 15 Jahren oder also was schon analysiert. Also ich gehe davon aus, dass das in der Vergangenheit auch identisch so wie heute mit diesen Bildern man kommuniziert hat, da die Möglichkeiten andere nicht gab.
Ja. Das ist das Einfachste, war in Massenmedien versteckte Botschaften zu liefern, so wie hier, seit Jahren ist das Gleiche. Dann ist die Frage, ob man jetzt die richtig versteht. Also du interpretierst es ja jetzt sozusagen aufgrund von, du sagst, die Bilder tauchen auf. Zusammenhängen seit Jahren. Also das ist meine Interpretation. Ich habe kein Leitfaden von an der Seite bekommen, wie das. Ich habe nur aufgrund politischer Ereignisse, aufgrund von Menschen, die da dargestellt sind, wie da in der Politik mit diesen Menschen umgegangen ist, was da passierte. Aufgrund dessen habe ich die Rückschlüsse gezogen, was da hier dargestellt ist. So einige Sachen, die wurden sind ja eigentlich schon bekannt, dass man sagt, so Krawattengriff oder Brillengriff genau, oder das, über die Brille kommt. Aber das oder ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber das sind Zeichen, die Person von sich selbst gibt. Ja. Und hier haben Situationen, wo die Person quasi keinen Einfluss darauf hat. Naja, wahrscheinlich sind die Fotografen jetzt auch von der DPA und so weiter, die wissen oder die liefern Bilder ab und dann entscheidet der Chefredakteur und der ist vielleicht irgendwo oben und in der Loge, der Endes, das Bild ist genau, das drückt genau das aus, was wir brauchen. Ja. Und wenn jemand ein guter Pressefotograf ist, dann weiß er vielleicht auch. Das muss auch nicht viele, da muss nicht viele geben. Es gab als bei Macron mal so Bilder, wo da so ein riesen... Diese Pyramide dahinter, ne? Ja, diese fünfzackige Stern und dann wie ein Heiligenschein teilweise auch die... Genau, das sind bewusste... Es gab bei Vereidigung so ein Bild, das da hinten da Louvre war und genau diese Pyramide, dass er quasi in diese Pyramide stand und das war auch so ein Bild, klares, nicht zufällig. Klares Symbol, ja. Okay, zeig noch mehr Beispiele, weil das ist spannend und du hast das ja eben auch bei anderen Politikern beobachtet, dass man vielleicht an den Bildern ablesen kann, ob die jetzt weggehen oder ob die bleiben oder ob die gefördert werden oder ob die vielleicht abgeschossen werden. Das ist ja ich habe hier interessant, wenn man das lesen kann. So ein Bild von ehemaligen Bundespräsidenten. Ich will nur zeigen, das ist das Bild aus dem Jahre 2008. Ja. Als Landtagswahl in Niedersachsen gab mit Schröder, er war noch so mit seiner ersten Frau und das Bild, da muss man das irgendwie... Man muss das nochmal wieder einstellen. Einstellen, das ist anhalten, okay. Ja, als er im Wahlkampf war, das ist eindeutig, wir stehen dahinter, dieses schwarze Hintergrund. Ja. Aber ich will da kommen zu dieser Zeit, als er Bundespräsident war. Und er war Bundespräsident ab 2010. An Juni oder Juli, weiß ich nicht genau. Es geht mir nur um das Bild. Er war von vorne an nicht gewollt als Bundespräsident. Also da das schon ist, die Unschärfe. Das ist die von DPA, diese Unschärfe. Von wann ist das? 2010, Juni. Das ist von 10, also genau als er als Präsident vorgestellt war. Von vorne an hat man da gezeigt, das ist das Bild von DPA, gezeigt, wir wollen ihn nicht. Er war zwar in Niedersachsen, haben wir unterstützt, aber nicht für diese Position Bundespräsident. Aber Merkel hat ihn durchgesetzt damals. Ja. Weil das war quasi Merkel-Idee. Also er war nicht gewollt. Ja. Ja? Und das haben wir auch anderes Bild. Damals denke ich, jetzt sehe ich, das war, denke ich, bei Bild oder Spiegel. Jetzt sehe ich nicht in dieser Einstellung, von welcher Zeitung das war. Jedenfalls war auch, das ist auch Bild dagegen. Wir haben Schatten da vorne. Er ist schattiert. Ja? Das muss man so sich einüben, um das zu verstehen. Ne? Das also ist nicht einerseits so, ist ja schwarz, wäre ja jetzt, er würde unterstützt. Aber diese Schattierung, da Gesicht ist schattiert, diese Schattierung bedeutet, nein, wir unterstützen ihn nicht. Und das war auch diese Zeit, als er kam, als Präsident. Und dann haben wir diese berühmte Rede von ihm, das war am 24.08., diese Lindauer Rede, wo er gesagt hat, dass er, also gesagt nicht, aber angedeutet, dass er diese Rettungsschirme nicht unterschreiben wird. Ja. Und das war quasi Ende seiner Präsidentschaft. Ja. Und am gleichen Tag hat Spiegel Online das Bild hier gezeigt. Die haben, denke ich, erste, was sie da hatten, ja, und der Hintergrund haben diese Schatten schon im Hintergrund. Das ist ein bisschen anders als normal, aber dieser Hintergrund ist nicht schwarz, sondern schattiert. Ja. Das bedeutet schon, wir wollen eben nicht. Da gibt diese Unterstützung, diese schwarze, nicht. Und
Dann kam drei Tage später auf seine eigene Seite, Bundespräsidentenseite, so ein Bild. Wir haben wieder da hinten grau, also schwarz ist verschwunden, unsere Unterstützung. Und noch dazu diese Schatten, das verstärkt die Bedeutung dieser Schatten. Wir sind klar gegen ihn. Unsere Unterstützung ist komplett weg. Schatten haben wir da hinten. Das ist das 3 Tage später nach dieser Lindauer Rede. Ja, also, und da verschwanden alle schwarzen Bilder für ihn. Gab nicht. Dann gab, das ist im Dezember, Bild 2011. Wieder haben wir Schatten vorne. Ja, zwar ist gezeigt hinter dieser Hintergrund, aber diese Schatten vorne sind stärker. Ja, ja, also zeigt das. Das war, er war da bei Václav Havel in Tschechien und da haben sie so ein Bild geschossen. Aber das Bild war quasi schon Spiegel und auch 12. Januar 2012, als dieser ganze Kampf um ihn ging, weil da haben ihm vorgeworfen, eine Affäre, dass er irgendwas gegessen hat und nicht bezahlt hat. Also, ja, also Witz, minimal, quasi, die Sachen, die lächerlich waren. Ja. Aber so ein Bild zu publizieren, wo er kaum zu sehen ist auf diesem Bild. Das ist eine klare Botschaft. Das ist eine klare Botschaft. Da kann man also sagen, scheiße, ich bin raus. Also er verstand, denke ich, diese Bilder auch und hat gesehen, was gegen ihn läuft, weil so ein Bild ist eindeutig. Auch das Bild von dieser Zeit, wo er noch Präsident war, von hinten. Das bedeutet, du bist schon weg. Die Bilder von hinten zeigen keine Unterstützung von hinten. Ja. Und das bei Spiegel, so Bild mit seiner Ehefrau von hinten, das sind klare Botschaften, was damals passierte. Und auch ein Bild mit Schatten dazu, zu diesem Zeitpunkt. Wir sehen ihn im Auto, aber das ist bewusst so ein Bild gezeigt. Ja. Schatten. Das Schatten im Gesicht sind immer eindeutig. Das ist das, wir wollen dich nicht. Ja? Okay. Also das sind die Bilder, was mit ihm verbunden waren. Und dann hat noch Spiegel, kurz bevor er da zurückging, auch mit diesem grauen Hintergrund verschwundene Unterstützung auch. Und noch Titel falscher Präsident, also ist eindeutig, das ist von Spiegel. Er war noch in Amt, also denke ich 2-3 Tage später war weg. Ja? Mhm. Und das sind Bilder, die da gezeigt wurden in dieser Zeit. Also auch noch ein von Spiegel, also die ganze Menge von diesen Bildern. Ja. Ich habe hier ein paar Beispiele und von Bild, alle Mainstream-Medien haben solche Bilder präsentiert. Also auch Schatten wieder haben wir im Gesicht. Und man sieht auch einfach, dass er unsympathisch ist. Also, ja, das dazu. Ist so schnell. Das sind so schlechte Bilder eigentlich. Ne? Und ja, es gibt ja gute Bilder von ihm. Ne? Wo, man kann ja auch sagen, man nimmt ein Bild, wo er wirklich gut drauf aussieht. Das ist bewusst gemacht. Das ist bewusst gemacht, dass Botschaft damit verbunden ist, wie wir wollen. Und das Botschaft noch, denke ich, das ist am 17. Botschaft, er ist kaum zu sehen. Das ist kaum, Auto. Er ist kaum zu sehen. Ne? Und das ist von Spiegel Bild. Das ist unglaublich. Aber er ist zurückgetreten. Und 2 Wochen später gibt diese Geschichte über Ehrensold. Weil die wollte ihn streichen, wollte Geld nicht bekommen. Und da kommt plötzlich da hinten Unterstützung. Weil diese Unterstützung hinten bedeutet nicht nur Person, sondern Vorhaben, was diese Person hat. Ja. Und ich denke, das Bild sollte bedeuten, er soll diesen Ehrensold weiter bekommen. Also bloß nicht den Ehrensold ihm wegzunehmen. Warum? Weil er Ehrensold nicht bekommt, kann vielleicht irgendwas reden. Vielleicht wird was verbreiten. Ja. Und deswegen 2 Wochen später, als diese Diskussion um Ehrensold, kommt plötzlich Bild schwarz war hinten. Wir sind hinter diesem Ehrensold. Er sollte das bekommen und hat natürlich bekommen, bis heute bekommt da sehr viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das ist schon reichlich. Träumen wir alle von. Ja. Genau. Ne? Und das war das Bild. Und dann später, ein Jahr später, haben wir wieder Unterstützung. Das heißt, er hat Unterstützung, er hat diese Anklage, weil ging das Prozess gegen ihn. Ja. Und da geht in die Welt Diskussion über Anklage und die sagen, zeigen uns, wir stehen hier diesen Vorhaben und ist nichts aus dieser Anklage geworden letztendlich. Aber das ist auch Bild für ihn, denke ich, zu zeigen, du hast nicht geplaudert, du hast Mund gehalten, du hast gegen uns fair verhalten, du bist zurückgetreten, nie nachgetreten, nichts. Deswegen, wir geben dir Unterstützung wieder.
Das ist ziemlich interessant, das so zu sehen. Und du hast, glaube ich, auch noch mehr Beispiele von anderen. Ja, ja, genau. Aber, ja. Ja. Man muss ja auch bedenken, dass es dann offenbar auch hin und her geht manchmal. Also jemand wird dann gefördert, dann wieder nicht. Dann genau, wieder, das also ändert sich. Das ist nicht dauerhaft, das so bleibt. Ja? Also wenn jemand heute Unterstützung hat, bedeutet nicht, dass er morgen hat und umgekehrt. Wenn er mitspielt und alles gut läuft, dann fördert man ihn. Wenn er dann auf einmal was, da jetzt hat er was Blödes gesagt oder jetzt kriegt er sofort. Ja, so geht das. Ne? Und so geht das. Ja, ja, das geht so, dass das sich ändert. Ja? Aber ich habe hier noch so Beispiel von Schulz, Martin Schulz. Schulz, unser Lieblings. Mr. 100%. Ja, genau. Ja, das muss mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. das ist kurz bevor er diese 100% erreicht hat. Mhm. Und da sieht man in diesem Bild schon Zweispaltigkeit. Wir haben da hinten blauen Hintergrund, das Schwarze ist, kann man sagen, eher vorne als hinten. Ja. Das heißt, wir stehen hinter diesem Mann irgendwie nicht. Ach so, das Schwarze müsste der Hintergrund sein. Muss dahinter stehen, dass da Unterstützung. Und hier sehen diese Schwarze schon vorne. Das bedeutet, wir stehen für ihn nicht. Das war kurz bevor er diese 100%, eingetreten ist. Das heißt, er war nicht Liebling des Systems. Okay. Ja, und da kam ein Bild, bevor er war, und wieder von hinten. Mhm. Wenn man von hinten das zeigt, habe ich auch bei Wolf gesagt, das bedeutet, der geht, wir unterstützen ihn nicht. Ja. Und er hat danach diese 100% bekommen. Mhm. Das heißt, in Bundesrepublik, ich gehe davon aus, dass dieser schwarze Hintergrund Bundesrepublik Deutschland diese Gruppe präsentiert, also diesen tiefen Staat in der Bundesrepublik Deutschland, und die waren für ihn nicht. Mhm. Er hatte aber Unterstützung, und das Gleiche war von Freimaurer, identisch von hinten gezeigt. Das heißt, er hat in Bundesrepublik Deutschland keine Unterstützung gehabt, letztendlich von diesen Kreisen, die da hinten sind. Weil diese Bilder zeigen das, und große Medien zeigen solche Bilder, das ist eindeutig. Aber er hatte Unterstützung woanders. Er hatte Unterstützung in der Europäischen Union. Ja. Und das war der Grund, warum er sich hier durchsetzen konnte. Ja? Also das ist sogar so mit Hörner. Das ist so eindeutig. Und wer ihn unterstützt dahinten, der ist immer dahinter, ist eine Unterstützung. Und hier mit so einem Bild haben wir klare Botschaft. Hm. Die Europäische Union, also sogenannte Eliten, ich nenne die meistens abschaumlich Eliten, die dahinten stehen, unterstützen Schulz. Ja? Und das ist der Grund, warum für die EU aber auch. Für EU. Nicht für Deutschland. Dass er sich hier durchsetzen konnte als dieser Kanzlerkandidat. Ja? In Deutschland wollte man ihm nicht. Ja. Ja? Und das ist auch so ein Bild, wo kann man sagen, das ist Ablehnung. Ja? Weil sein Kopf ist nicht voll zu sehen, kann man als Schatten da oben sehen. Ja? Also das ist alles in dieser Phase, als er gewonnen hat und 100% Mister war. Und dann kam aber nach der Wahl, das ist schon ein Monat später, nach der Wahl, kam leichte Unterstützung. Ja, wenn wir ihn haben, was können wir machen? Ne? Okay. Da ist jetzt Bundestagswahl, wir haben noch 4 Monate oder 5 Monate, da müssen wir ihn unterstützen. Aber da sieht man schon, diese roten Punkte sind nicht schöne Kreise, sondern so matschig oder so. Ja, komisch, das bedeutet... Ja, wir unterstützen ihn, aber so, das ist gezwungene Unterstützung. Ja? Interessant, ja. Das ist Botschaft im Wahlkampf, unterstützen wir ihn, obwohl wir ihn nicht wollten. Vorher haben wir deutlich gezeigt, wollten wir ihn nicht. Das gezwungene Massen. Aber das ist schon kurz, das ist nach der Wahl, nach verlorenen Wahl, und kommen die Botschaften sofort. Anders. Interessant, dass du gleich wieder, also immer das Rot, das Grau, das Schwarz, das Unscharf. Das Unscharfe haben wir, das Rote haben wir, und das sind die Bilder nach der Wahl. Er hat Wahl verloren, wir wollen ihm nicht. Hm. Das heißt, er war Kanzlerkandidat, nicht gewollt hier. Wir haben ihn gezwungenermaßen unterstützt, aber Überraschung ist nicht da, dass er nichts gemacht hat, und wir sind gegen ihn. Und das ist schon aber später, kurz nach der Wahl, also Bilder habe ich nicht in Reihenfolge jetzt hier, das ist kurz nach der Wahl als Kandidat war.
Das habe ich als noch die Chance, auch, war, als Chance hatte. Und weil das ist von 3.4.17, also genau als er Chance hatte. Und der Punkt ist auch so, da einmal war so nicht deutlich und hier ist auch nicht deutlich der rote Punkt. Ist auch so, ja, wir unterstützen ihn. Ne? Okay. Also das ist das nicht in der Reihenfolge, aber gut. Aber nach der Wahl haben wir noch hier... Nee, das ist nicht nach der Wahl, das war schon während des Wahlkampfs, wo die Umfragewerten für SPD nach unten gingen. Ja, das war er quasi übernommen hat als dieser Ministerkandidat 100% im März und die Umfragen gingen von Monat zu Monat nach unten. Und da kam Bild schon in Juni. Ja. Das also wir, interessant. Das unterstützen wir ihm nicht weiter. Und da haben wir wieder diesen roten Kreis dagegen. Also das ist zeitlich, wenn man das Ereignis sieht, um welches sich da handelt und diese Bilder betrachtet, das versteht man, warum das so abläuft. Also die Bilder sind meiner Meinung nach eindeutig. Und von anderer Seite, eine Seite sagte, was ich Bild gerade jetzt gezeigt habe, wir sind gegen ihn. Ja, das war, denke ich, die Welt. Aber die anderen sagen, nein, auch wir unterstützen. Das ist fast gleiche Zeit. Ja? Ja, okay. Das war dieser Zwiespalt, was in Bundesrepublik Deutschland im Wahlkampf bestanden ist. Das ist nur bei ihm so zu sehen, dass das in diesem Wahlkampf, deswegen habe ich ihn genommen, dass das unterschiedliche Bilder zugleich. Es gibt auch unterschiedliche Kräfte, auch bei den Freimaurern. Genau, ne? Also genau. Es ist auch da unterschiedliche Interessen. Also bevor er diese 100%, das waren alle einig, wir wollen ihn nicht. Und dann war Wahlkampf, das war eine Gruppe, die pragmatisch gedacht hat, ja, besser ihn zu unterstützen und andere Gruppe sagte sowieso nichts, ne? Wollen wir ihn nicht. Ne? Also das sind da bei ihm, ich habe bei keinem anderen gesehen, dass gleichzeitig diese unterschiedliche, diese Polarität gab in Medien. Also auch unterschiedliche Interessen offenbar da. Ja. Aber das ist interessant, das so zu beobachten. Und du wirst, hast du noch weitere Beispiele? Ja. Sonst kann man das ja auch aufgrund deiner Beobachtung jetzt auch weiter gucken, wer wird wie dargestellt. Ja, ich habe interessante Sache, die letzte Woche in New York Times zu sehen war. Ja. Das ist, denke ich, von 20.09. Von 20.09. New York Times. Ganz aktuell. Das ist ganz aktuell. Das ist ein Bild. Das ist Putin, ne? Putin? Kann man kaum erkennen. Ja, kann man kaum erkennen, ja. Das ist Putin und das, wir haben schwarzen Hintergrund. Ja. Klare schwarze Hintergrund. Das heißt, die bestimmten Eliten in Vereinigten Staaten, ist Deep State, unterstützt Putin. Und da haben wir Zeichen, weil nicht immer ist rote Punktzeichen, das habe ich auch schon bei Maßen gesagt, nicht immer. Aber wir haben ein Auge hier. Also Putins Gesicht ist entstellt, dass wir nur ein Auge haben. Mhm. Und ein Auge bedeutet auf diese Gruppierungen, diese freimaurerische Grundlage haben. Das heißt, beide Seiten unterstützen ihn. Mhm. Und haben wir bei Putin, deswegen, das was in Medien kommt, das letzte Woche New York Times. Aber das ist nicht das einzige Bild in diesem Artikel. Das sind ganze Menge interessante Bilder. Wir haben hier wieder da hinten Unterstützung. Und wir unterstützen bestimmte Personen, die hier gezeigt sind. Aha. Da haben wir da unten haben wir Trump, ja, und da oben haben wir Putin. Mhm. Und dazwischen verschiedene Leute, die wir unterstützen. Das ist eindeutig, die hängen zusammen von der Denke. Mhm. Das ist alles zusammen. Und dieser schwarze Hintergrund. Das ist unglaublich. Und das ist ein Artikel und kommen solche Bilder. Also das sind nicht alle. Das Bild haben wir schon gesehen. Das ist ein Bild auch. Wir wieder haben Unterstützung und Hälfte des Gesichtes zu sehen. Diese eine Augensymbolik ist ja auch sehr oft. Unglaublich. Ja. Das ist das ein Artikel, so viele Bilder. Ja? Ja. Und das ist letzte Woche. Und auch so, dass wir steuern alles. Ja. Wir steuern. Wir stehen da hinten, diese ganze Marionetten. Wir zeigen euch... Hier in der Marionetten stehen wir, also Deep State. Ja? Und noch ein Bild, hier kenne ich die Gesichter von amerikanischen Politikern nicht so gut, aber ich gehe davon aus, dass die zeigen hier, wenn jemand sich da gut auskennt, das sind
Die, die gefallen sind, also die die Posten verloren, gehe ich davon aus, in diesen Bildern, die sind kaputt und dahinten standen wir, dass wir die entfernt haben. So verstehe ich das Bild. Ich kenne die Gesichter hier nicht, aber sicherlich jemand, der sich da mit Gesichter amerikanischen Politiker so gut auskennt, wird wissen, wer das ist. Und gehe ich davon aus, das sind genau die, die Posten verloren haben in letzter Zeit. Und noch ein Bild. Wieder Trump, wir stehen dahinter. Okay. Hinterbrand, schwarzer Hintergrund. Kopf, aber unten sind so Spitzen. Ja, unten sind Spitzen, aber pyramidenartig und rot. Wieder rot bedeutet Freimaurer. Komplette Unterstützung. Ja. Also diese Pyramide, das sind pyramidenartig. Ja? Und das präsentiert, letzte Woche, das präsentiert New York Times. Aber diese Spitzen sind auch, mein Eindruck ist, wenn er fällt, dann wird es gefährlich. Ja, klar, das kann man so selbstverständlich verstehen. Wird gefährlich, wir unterstützen dich, das ist so, aber ja. Pass mal auf. Ne? Und gibt noch, nee, das war's, ja. Ja. Es ist ja so, mein Eindruck ist, dass es im Moment auch in den Hintergrundmächten, also Deep State und dass da auch Verwerfungen sind. Die einen sind für den, die anderen sind für was anderes. Also es gibt meines Erachtens wirklich da auch ein Kampf um die Macht. Ja. Also es gibt die Kräfte, die auch skrupellos alles über Leichen gehen, die mit Kindermissbrauch und so die Welt kontrollieren. Und dann gibt es welche, die sagen, wir machen das nicht mehr alles mit, wir wollen eigentlich eine auch Macht, aber eine nicht so ganz so zerstörerische Macht. Ja, das ist so mein Eindruck im Moment. Da hast du völlig recht. Van Helsing hat ein Buch geschrieben, das war dritter von diesen Mächten im 20. Jahrhundert, dritte Band. Das war dritte Band. Und da hat ein Interview, das war ein Interview mit einem Freimaurer, der ganz hoch ist. Und er hat genau das gesagt, was du sagtest. Mhm. Dass das nicht, diese Macht da hinten da steht, das sind nicht alle eine Meinung. Ja. Dass da auch die Kämpfe haben, die verschiedene Meinungen. Und das hat auch dargestellt als Hoffnung für uns. Ja. Weil die nicht den gleichen Strang ziehen und dadurch haben die unterschiedliche Sichtweise, wie man vorgehen sollte. Ja? Und das ist auch aber meiner Meinung nach nicht nur diesen freimaurischen Kreisen, das ist auch bei diesen tiefen Stand dahinter. Ja, natürlich. Ja. Da sehe ich das auch identisch so. Ich habe beobachtet zum Beispiel Soros und Brzeziński. Da ich selbst aus Polen komme, habe ich diese Einstellung in Polen gesehen. Und Brzeziński hat sich in Polen durchgesetzt, jetzt ist schon tot, gegen Soros. Mhm. Soros hat seine Politik, Zerstörung der Gesellschaft, Zerstörung der Familien und Zerstörung aller Werte, in Polen nicht durchgesetzt, weil dahinter stand Brzeziński, der komplett was anderes wollte. Und der stand für Nationen. Ja. Und Polen als Nation ist überstanden, also nicht so kaputt gemacht wie zum Beispiel westliche Länder und besonders wir. Mhm. Die aber nur dank, dass da auf anderer Seite jemand andere Einflussreiche war und für sein Land, quasi weil er aus Polen stammte, agiert hat im Hintergrund. Und das hat man gesehen. Soros hat quasi keinen Einfluss in Polen. Ja gut, er hat seine Stiftung auch, Batory-Stiftung heißt das, er hat auch in Polen so eine Stiftung, aber nicht dieser Einfluss, was überall da ist. Also es sieht man schon diese gewisse Kämpfe, Polarität da hinten. Ja, das eine ist ja meines Erachtens so, diese neue Weltordnung bedeutet ja keine Nation, alles vermischt, also auch die Menschen untereinander. Migration, eben das. Das ist Zerstörung, also ich sehe das Genozid, das was da jetzt abläuft, das ist Genozid gegen weiße Bevölkerung, gegen Deutschen. Aber auch, es gibt eben auch Kräfte, die das nicht so wollen. Also ich meine, Putin ist für sein Land gut, also für seine Nation. Trump für Amerika, der sagt eben für sein Land, also ob er jetzt für die ganze Welt gut ist, ist die Frage, aber für sein Land ist er, macht er eben nicht die Zerstörung seines Landes. Ja, selbstverständlich, aber wir haben nicht nur Russland, weil das haben wir auch innerhalb der Europäischen Union jetzt, da wir haben diese Visegrader Staaten, also Polen, Tschechei, Slowakei, Ungarn und Ungarn auch, die diese Politik nicht mittragen wollen, da haben wir jetzt Italien, die diese Politik nicht mittragen will, Dänemark trägt diese Politik nicht mit. Also da verändert sich.
richtig. Und das sind die Kräfte, die da man hoffen kann, dass sich da die durchsetzen. Da, nach jeden Wahlen, was wir in letzter Zeit gehabt haben, in Österreich auch, ne? da verändert sich die Situation, genau. Dass die anderen Kräfte kommen, die diese Durchmischung, diese Vernichtung der Nationen verhindern wollen. Kann man nur hoffen, dass das da die Erfolg haben. Also das Wichtige ist meines Erachtens, ja. Ich meine, wir können ja nicht viel machen, Tron, aber es verändert sich vieles, weil eben Menschen wie du und ja. ich und andere ja. den Leuten genau auf die Finger gucken und sagen, pass mal auf, was ihr hier vorhabt, das wollen wir auch nicht und ja. wir stellen euch bloß. Und das sind natürlich jetzt Sachen, wo man sagen kann, aha, da haben wir nochmal ein paar Möglichkeiten auch zu verstehen, die Symbolsprache ja. von denen. Und verstehen, wer jetzt in ist oder wer nicht. Ne? Genau, genau. Ja. Und, das ja. ist interessant. Also du wirst weiter deinen Blog machen und natürlich auf solche Sachen ja. achten. Ja. Vielleicht kommt ja auch mal irgendjemand, der sagt, ich bin Pressefotograf oder ich bin Chefredakteur ja. oder keine ja. Ahnung, ich weiß genau. Wir kriegen dann gesagt, mach den jetzt mal scharf oder mach den mal. Also weißt du, also ja. ich kenne einen, der aus Hannover, der Journalist ist und hat für Mainstream, für Matzak gearbeitet, aber da ja, hat zu viele Fragen gestellt und ich habe ihn vor ein paar Jahren entlassen. Und ich habe in dieser Woche mit ihm gesprochen über diese Bilder. Er sagte, weißt du, mit diesen Bildern jetzt verstehe ich, weil er kannte einen DPA-Fotografen in Hannover, mhm. verstehe ich, warum der, weil er sagte, für mich war immer komisch, wenn ich ihn im Landtag gesehen habe, dass er so komisch von unten Bilder gemacht hat. Ah, ja. Und sagte, mit dem, was du sagst, verstehe ich schon warum, weil er wollte da einfach den Hintergrund einfacher retuschieren und Bilder so zu machen, dass der Hintergrund so wenig wie möglich eine Farbe ist. Und wenn er Glück hat, hat er ja. vielleicht hat er einen schwarzen Hintergrund, eine rote Lampe ja. irgendwo genau. und sagt, genau. ah, das ist ein Scheinwerfer, da mache ich ja. jetzt so, genau. dass ich den... Und sagt, er hat sich immer so da unten gedreht, irgendwie so komische Positionen gemacht, er hat das beobachtet, konnte nicht verstehen, sagt, damit verstehe ich das. Warum das ist interessant. Ja. Genau, also ja. ich denke, das sollten wir weiter beobachten und du machst ja. eben deinen regelmäßigen Blog, du ja. wirst ja das auch immer wieder dann sagen, guck mal, jetzt ist bei ja, dem... Ich mache diese Sendung Keitag am Freitag, aber eigentlich... konzentriere ich mich das bis jetzt, also nur für privat quasi. Ich habe, ja. ich habe in dieser Sendung sehr, das zu diesem Thema quasi nichts gesagt, aber ja, die Sache ist jetzt raus. Ja, aber es ist ja interessant. Das heißt ja, ja auch noch nicht, ja, dass das abgeschlossen ist, dass wir jetzt wissen, so und so ist es, aber das ist ja eine Häufung von... Ja, ja, genau, das ist von Zufällen. Wenn ja. jemand sagt, das ist ein Zufall, dass solche Farbe ist, Zufall, ja. das kann kein Zufall sein. Wir haben diesen schwarzen Grund, wir haben diesen roten Punkt und das so oft... Und, ja. und das kann kein Fehler sein, weil da ein Fehler kann man nicht so ständig wiederholen bei allen Mainstream-Zeitungen, sondern das ist immer eine versteckte Botschaft dahinter, um was geht. Also, ja. Finde ich sehr interessant und ja. sicherlich kommen auch noch Hinweise vielleicht auch von den Zuschauern, dass sie es sagen... Es gibt noch sowas anderes, also vielleicht noch das kurz ansprechen, ja. weil es gibt noch die Figuren, das habe ich vergessen, wollte ich noch kurz sagen, okay. weil es gibt nicht nur das, sondern es gibt auch Figuren, da habe ich nicht viele hier, aber da kann ich noch zeigen, es gibt auch was, wenn die sagen, wir haben das im Griff. Ja? Das heißt, im Griff, das ist in diese Deep State hatte das in der Hand. Hier habe ich zum Beispiel ein Bild. Es ging um Veränderung der Gesetze über Zugriffsrechte auf Bundesregierung, irgendwelche Gesetze, das ins spionieren kann und ja. unsere Computer. Und das Bild zeigt, diesen Computer, diese Person, schwarz, komplett, als Figur nur, so Umrisse, das bedeutet, wir haben das schon im Griff. Das ist nur ein Witz, was da oben steht. Das bedeutet, das haben wir komplett im Griff. Das ist unsere Sache. Also diese Spionage, Computer, Kommunikation, das ist mit diesem Bild hier gezeigt. Da kann Bundesregierung oben diskutieren und so weiter. Das haben wir. Und das sind solche Bilder, die kommen. Zum Beispiel, das ist identisch das Gleiche. Wir sehen Dresden, Umrisse von Dresden schwarz und Artikel geht um Pegida. Okay. Ja? Ja. Und das sagt, das haben wir komplett im Griff. Das ist unsere Sache. Diese Geschichte mit Pegida, das haben wir komplett. Wenn man sich mit Bachmann beschäftigt und so weiter, dann weiß man schon ein bisschen, dass das stimmt. Ja? Und was habe ich noch hier? Das ist nach März, nach Köln, diese Silvesternacht in Köln. Ach so, ja. Und dann sollten Prozesse stattfinden ja. und die Verdächtigten sollten verurteilt sein. Da haben wir ein Bild,
Justiz, wir haben das in der Hand. Es gibt nach meinem Kenntnis bis heute keinen einzigen, der da verurteilt ist. Ja. Das Bild war schon im März damals, das haben wir komplett im Griff, wenn jemand das nicht versteckt ist, hier gezeigt. Diese schwarze Umrisse, diese Figur bedeutet, das ist unsere Kontrolle. Und das habe ich noch eine Sache von diesen Figuren. Das ist ein Bild, der beschäftigt sich mit Familien, mit Geburtenrate, mit dieser Situation. Die Kinder sind gezeigt. Und das zeigt auch, diese Thematik haben wir auch komplett im Griff. Und das ist der Grund, warum wir keine Kinder in Deutschland haben, im Vergleich zu anderen Ländern, weiß ich nicht, letzter Platz oder so weiter. Weil diese Familienpolitik haben diese Kräfte im Griff und zeigen solche Bilder. Also es kommen auch ab und zu solche Figuren, die sind so zu verstehen. Das wollte ich noch dazu sagen. Das ist sehr interessant und wie gesagt, das kann man ja weiter beobachten, auch wenn man jetzt noch nicht sagen kann, wir wissen jetzt abschließend absolut. Aber vielleicht schickt ein Zuschauer und sagt, hier guck mal, das habe ich in der Zeitung bekommen. Dass da bekomme ich in den letzten Tagen so viele. Aber es ist vielleicht ab und zu was Interessantes dabei. Ja, klar, wichtig, dass wir das beobachten. Ja. Also du hast wertvolle Hinweise gegeben, dafür danke ich dir. Und danke für das Gespräch auch. Ja. Und wir werden vielleicht ab und zu dich wieder einladen. Gerne. Und vielleicht gibt es ja irgendwann Entwicklungen, dass man sagt, guck mal, das ist genau, hätte man wissen können, der wird abgeschossen, der kommt und so weiter. Also das ist sehr interessant. Ich danke dir und wir werden deinen Blog, wie gesagt, wie erreicht man das? Also bei YouTube ist Kai-Tag am Freitag. Kai aus Hannover heißt mein YouTube-Kanal und die Sendung heißt Kai-Tag am Freitag. Also Kai aus Hannover ist einfach zu finden. Danke dir und wir sehen uns wieder. Auch. Vielen Dank, Kai. Danke.